und willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video auf meinem Kanal. Ich hatte euch ja bei Twitter und Instagram aufgerufen, Fragen mir zu stellen und ihr habt echt in kürzester Zeit sehr, sehr viele Fragen gestellt. Und ich möchte einmal mal vorab sagen, ihr dürft auch mehr Fragen stellen. Zum Beispiel hat jemand wie Alina mehrere Fragen hintereinander gestellt. Das ist sehr, sehr positiv. Das zeigt einfach das Interesse an mich und an meinen YouTube-Kanal. Deshalb vielen, vielen Dank dafür, dass ihr viele, viele Fragen gestellt habt. Und wie gesagt, ihr dürft auch mehrere stellen. Einige Personen haben natürlich fast das gleiche gefragt. Und die möchte ich einmal kurz zusammenfassen. Juli6 fragt, wie bist du darauf gekommen, YouTuber zu werden? Jessica Schröder fragt dieselbe. Aus welchem Grund hast du mit YouTube angefangen? Beziehungsweise, wie kamst du darauf, Videos für YouTube zu machen? Und auch Alina hatte gefragt, ganz unten, wie bist du auf YouTube gekommen? Ich habe mit YouTube angefangen, weil es einfach Spaß gemacht hat, einfach Videos zu machen. Ich habe schon vorab immer Fotos gemacht und wenn man die Fotos sich angeschaut hatte, nach der Reise oder so, hat man dann immer so Erinnerungen gehabt. Und ich dachte so, okay, heutzutage macht ja jeder, vloggt er ja vielleicht ein bisschen für Instagram oder sonstiges. Also wir machen alle Videos und schneiden sie zusammen und posten sie bei Instagram, bei Snapchat und so. Und ich dachte so, gut, ich erlebe viel und deshalb habe ich gesagt so, ich möchte auch anderen Leuten tolle Videos zeigen und deshalb dachte ich, ich fange einfach mit YouTube an. Die Europatour, das mache ich mit YouTube, weil ich dann einfach meinen Kollegen, meinen Freunden, meine Familie einfach da unterhalten kann, weil ich da eben mit einem Kumpel unterwegs war und die wussten dann Bescheid, wo ich war. Anna-Marie Mike, was ist dein Lieblingsessen? Da ich sehr oft beim Restaurant Burger bestelle, würde ich einfach Burger sagen, aber ich würde auch jetzt nicht unbedingt immer Burger essen. Ich würde auch gerne was anderes ausprobieren. Und zum jetzigen Zeitpunkt bin ich ja sowieso ein bisschen, dass ich auf meine Ernährung achte, weil Sommer fängt an und die Europatour ist auch bald, die dann auch kommt. Und ich möchte natürlich auch ein bisschen zur Sommerfigur kommen. Deshalb muss ich natürlich jetzt auch anfangen, auf meine Ernährung wieder zu achten. Ich hatte mal geschafft, ein Jahr lang nichts Süßes zu essen. Great 550 fragt, würdest du lieber zum Mond fliegen oder zum Mittelpunkt der Erde reisen? Na gut. Wenn ich zum Mittelpunkt der Erde reisen würde, wäre es ziemlich warm. Wenn ich zum Mond fliegen würde, wäre es ziemlich kalt, aber wäre auch ziemlich cool, weil die Schwerelosigkeit wäre dann im Weltall und so. Und auf dem Mond ist ja die Anziehungskraft ja auch nicht so hoch. Da kann man ja ein bisschen höher springen als hier auf der Erde. Deshalb würde ich eindeutig den Mond sagen. Justus Jürgen, wann hast du mit YouTube angefangen? Ja, ich glaube jetzt, das sind jetzt 11 Monate. Also ich habe das erste Video zur Europatour, wenn man das als Anfang zählen kann. Ich hatte zwar vorab schon mal 2 Videos gemacht, aber wenn man den Anfang zur Europatour zählt, habe ich meinen Kanal am 18.06. gegründet. Also ist er bald ein Jahr alt. Und ich freue mich natürlich dann, euch mal so ein kleines Feedback dann zu geben. Ein Jahr YouTube, aber das seht ihr dann erst nächsten Monat. Alina fragt, ich weiß nicht, welche Fragen es schon gab, deshalb frage ich ein paar. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Wer ist dein Lieblingsmusiker? Also mein Lieblings-YouTuber ist Felix von der Laan. Das liegt einfach daran, man merkt auch an meinem Vlog-Stil, dass es sich ein bisschen ähnelt mit ihm. Der eine oder andere schreibt vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Aber ich versuche natürlich meinen eigenen Stil zu machen. Ich habe auch nicht sein Equipment oder so. Ich war vorab schon bei Sony, also jetzt keiner hier schreiben, ey, du hast jetzt auch eine Sony. Ich habe vor ihm ein SUV gefahren, also da kann man auch sagen, ey, Felix von der Laan, du hast jetzt ein SUV gekauft, du hast Benny nachgemacht, das kann man ja auch schreiben, weil ich hatte vor ihm ein SUV, aber allgemein inspiriert er mich mit seinen Vlogs. Man versucht ihn natürlich so ein bisschen an, diesen Vlog zu richten, zu sagen, okay, cool, geile Qualität, die Übergänge und so, das wird immer mehr. Und natürlich ist er auch nicht alleine und bekommt natürlich Unterstützung. Wer weiß, wie es bei mir dann aussehen würde, wenn ich dann irgendwann so groß wäre wie Felix von der Laan, ob ich dann auch Unterstützung habe. Es ist immer so eine Schwierigkeit, seine Vlogs abzugeben an jemand anderen, der dann auch schneidet. Also man muss sich wirklich finden. Ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich hoffe, mein Ziel ist natürlich so irgendwie die 100.000, also den ersten Button zu bekommen. Das wäre natürlich so mein Ziel im YouTube-Bereich. Aber dazu komme ich dann gleich, weil jemand anders auch noch gefragt hatte, wie weit ich mit YouTube gehen möchte. Und mein Lieblingsmusiker, ich habe keinen. Also ich bin da sehr flexibel. Ich höre einfach Spotify, Mix der Woche, irgendwelches Neues von Kontor und sonstiges. Also da bin ich irgendwie schmerzfrei, da höre ich alles. Alina fragt noch, dein Lieblingstier, deine Lieblingsfarbe, was ist dein Lieblingsfilm, wie bist du auf YouTube gekommen? Die Frage mit, wie ich auf YouTube gekommen bin, habe ich ja schon geantwortet. Mein Lieblingstier habe ich jetzt nicht. Ich habe einen Kater zu Hause, also kann man das vielleicht als Lieblingstier bezeichnen. Meine Lieblingsfarbe ist natürlich weiß. Mein Auto ist auch im Weiß. Ich finde Weiß einfach eine tolle Farbe. Ist natürlich sehr schwierig zum Sauberhalten. Aber auch zum Beispiel, mein Zimmer hier ist auch weiß. Mein Fußboden ist weiß. Also ich finde Weiß ist eine tolle Farbe. Deshalb ist meine Lieblingsfarbe Weiß.
Und mein Lieblingsfilm kann ich jetzt nicht sagen. Also, ich habe da jetzt wirklich keine. Bei den Serien wäre es jetzt anders. Ich gehe mal auf die Serien statt auf die Filme. Zum aktuellen Zeitpunkt gucke ich gerne einfach die Serien Billions, House of Cards, The Walking Dead. Die nächste Frage von Alina ist noch, wie lange möchtest du YouTube noch machen? Wenn du ein Merch hättest, wie würde er aussehen? Was magst du nicht an YouTube? Ja, zur Frage, wie lange ich YouTube machen möchte, ist klar gesagt schon vorher, 100.000 Abonnenten wäre so mein Ziel. Das wäre, glaube ich, so der erste Button zu haben. Das ist so wirklich, wo man sagen kann, ey, da habe ich echt Bock drauf. Das strebe ich einfach an. Beim Merch-Bereich kann ich dir leider zum aktuellen Zeitpunkt nichts sagen. Irgendwann würde ich vielleicht mal, wenn ich mal auch ein eigenes Logo habe, was ich mir vielleicht aussuchen würde, was mir gefällt, dann würde ich anfangen, mir erstmal ein T-Shirt zu machen und dann gucken, wie ihr drauf reagiert. Und wenn man dann sagt, okay, cool, geil. Aber so generell würde ich bestimmt Hoodies machen, Hemden, weil ich auch öfters gerne Hemden anziehe. T-Shirts wären natürlich dabei und weiß ich nicht, was noch. Aber das wäre so die grobe Richtung, dass man eben alles so ein bisschen abdeckt und dann auch gucken, ob das eben gut bei euch ankommt. Was ich nicht am YouTube mag, ist, naja, eigentlich gibt es ja nichts. Viele Leute kritisieren einen, obwohl sie den Aspekt einfach vergessen, dass einfach dahinter Arbeit steckt. Wenn jemand sagt, meine Videos sind schlecht oder so, ich nehme das als Kritik an. Aber man darf jetzt nicht vergessen, wie viel Arbeit ich da reinsetze. Ich meine, so ein Vlog kostet mich ja auch mal 3 Stunden zum Schneiden. Dann eben noch das Produzieren. Das kann ja sein, dass ich eben, wie zum Beispiel beim letzten Vlog, eben 4-5 Stunden in Hamburg war und dann die beste Perspektive gesucht habe. Und das finde ich einfach traurig, dass eben andere YouTuber, die auch viel, viel Mühe sich für die Vlogs geben oder für die Videos, oder es kann ja auch im Gaming-Bereich sein, dann einfach herabgestuft werden, einfach sagen, du bist scheiße oder du bist schlecht oder sonstiges. Das finde ich einfach ein bisschen traurig, dass man einfach nicht wertschätzt, wie viel Arbeit da wirklich hintersteckt. Joshua Burger fragt, wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre alt und werde im Dezember 28. Marvin Bam, für wie viel Euro würdest du mit YouTube aufhören oder überhaupt für Geld? Also da ich mein Ziel bei 100.000 Abonnenten gesetzt habe und somit den Button haben möchte, ich mache so lange, wie ich Bock habe einfach, und wenn ich eben mein Ziel erreicht habe, jeder hat ein Ziel, wenn er mit YouTube anfängt. Und auch wenn mir jemand sagen würde, ich würde 10.000 oder 1 Million anbieten. Ich meine, toll, dann habe ich 1 Million, aber trotzdem. Es ist eine Leidenschaft von mir geworden, YouTube zu machen und Vlog zu machen. Und ich erlebe einfach viel und teile das mit euch. Und es kommt ja auch immer wieder gut an. Weil ihr gebt mir so ein Feedback immer, schreibt so, wow, tolles Video, tolle Effekte. Das gibt mir Kraft, einfach weiterzumachen. Wenn ich diese Kommentare lese und dann gucke und so, wie viel positive Kommentare da drin stehen, das baut einfach einen auf. Und deshalb würde keine Summe der Welt geben, wo ich sagen würde, gut, ich höre auf mit YouTube. Jesse Schröder fragt, hast du einen richtigen Beruf? Wenn nicht, was wärst du jetzt, wenn du nicht mit YouTube angefangen hättest? Ich habe einen Beruf als Vertriebsassistent in einer Autohauskette und ja, deshalb ist die Frage, wenn ich jetzt kein YouTube machen würde, würde ich natürlich bei der Arbeit trotzdem sein. Also ich bin hauptberuflich da und YouTube mache ich eben nebenbei oder am Wochenende oder wenn ich Urlaub habe, dann konzentriere ich mich dann komplett auf YouTube, aber während der Arbeitszeit bin ich dann natürlich konzentriert auf meine Arbeit. Kleinkracher fragt, wie groß bist du? Ich bin so gut 1,77, kann man so sagen. Ja, passt so. Grey550 fragt, was ist deine Lieblings-Eiscreme und wenn du eine erfinden könntest, welche wäre es? Also meine Lieblings-Eiscreme ist einfach Stracciatella, finde ich einfach super lecker. Und wenn ich eine erfinden würde, ich wüsste jetzt keine, weil es gibt so viele Eissorten. Ich will es auf Cookies sagen, aber es gibt ja eine Eissorte, die ist mit Cookies. Und Oreo auch. Gibt es eine Eissorte mit Oreo? Also deshalb, ich könnte keine erfinden, weil die Eissorten, die ich haben möchte, gibt es ja leider schon. Also das ist ja eine große Vielfalt. Wenn man zum Eismann geht und sagt so, oh, ich würde jetzt gerne das oder das, da ist man überfordert eigentlich. Und die nächste Frage kommt von Ermal Sahid. Tai, er fragt, welches Schneideprogramm benutzt du? Kannst du mich grüßen? Für meine Vlogs benutze ich Final Cut Pro und für meine Gaming-Videos benutze ich dann eben Sony Vegas. Zum Thema Grüßen, also, es ist so, dass ich auch gerne bei Twitter und bei Instagram immer schreibe, es tut mir leid. Das hat einfach folgenden Grund. Wenn ich zum Beispiel dich grüßen würde, aber es haben ja vorab schon viele, viele andere gefragt, ob ich sie grüßen könnte und wo ich gesagt habe, nein, dann wäre es natürlich unfair den anderen gegenüber, wenn ich dich jetzt grüßen würde. Die würden natürlich sauer sein und deshalb möchte ich eine Gleichberechtigung schaffen. Ich möchte keinen hervorheben, irgendjemanden grüßen oder so. Deshalb entschied ich mich gleich am Anfang einfach niemanden zu grüßen, weil es kann ja auch mal sein, dass ich irgendjemanden grüße und der andere hat auch geschrieben, er möchte gegrüßt werden und ich vergesse ihn einfach und dann ist er beleidigt und der ist aber glücklich. Tut mir leid, Leute, ich grüße einfach niemanden, das ist einfach diesen Grund und ich hoffe, ihr versteht es. Nick Insta 2409
Könntest du mir Tipps geben, um ein guter YouTuber zu werden? Hier fragen mich natürlich auch viele und ich sage eigentlich jedem das Gleiche. Darauf achten, regelmäßigen Upload. Also feste Zeiten haben, wie bei mir zum Beispiel jeden Sonntag einen Vlog und jetzt zum Beispiel im Gaming-Bereich montags, mittwochs, Freitag ein Video und am Freitagabend dann noch diesen Livestream, wenn es natürlich klappt. Und gucken, dass man eine gute Qualität hat, weil wenn ich natürlich Videos anschaue, wo vielleicht das die Qualität nicht stimmt, wo die Schärfe nicht stimmt, wo alles verpixelt ist und wo es vielleicht die ganze Zeit ruckelt oder so, dann ist es natürlich für den Zuschauer nicht interessant. Ich glaube, das Erfolgsrezept bei meinem Kanal ist, dass ich einfach gleich von Anfang an gesagt habe, ich setze gute Qualität, ich mache regelmäßigen Upload, ich habe dann mir nach der Europa-Tour gesagt, ich mache jeden Sonntag einen Vlog, versuche natürlich produktive Sachen zu zeigen, euch Informationen in meinen Videos zu präsentieren, also wie zum Beispiel, wie groß ist der Elbtunnel oder was ist die Hafen City oder zum Beispiel, was ist in Prag so interessant oder in Skandinavien oder bei der Skandinavien-Tour habe ich euch auch viel, viel wichtige Sachen erzählt zu Städten und zu bestimmten Gebäuden und sonstiges. Und in 2 Wochen fahre ich ja auch nach Brüssel und da habe ich natürlich auch wieder viel, viel vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob man es so gut erkennt, aber hier stehen zum Beispiel die ganzen Informationen, die ich mir aufgeschrieben habe für Brüssel. Da steht zum Beispiel Tag 1, Tag 2, Tag 3, was ich also vorhabe. Also ich gehe schon im Kopf so ein bisschen durch, was ich machen möchte, gucke mir dann an, wo das einfach ist. Und das sind einfach meine Vorbereitungen, die ich immer treffe vor den ganzen Reisevlogs. Es kann natürlich mal sein, dass ich mal einen Vlog mache, wo ich eben mich nicht informiere. Zum Beispiel ist es wohl der erste Tag nach Brüssel, wo ich da hinfahre und auch am letzten Tag, wo ich von Brüssel zurückfahre. Das sind immer so Tage, wo ich dann eben sage, okay, ich zeige einfach coole Shots, aber das war's dann auch. Also wie gesagt, 3 Tage sind eben mit voller Input, wo ich viel, viel über Brüssel erzähle. Es ist auch sehr interessant für mich, weil ich lerne dann auch Brüssel kennen und fahre da nicht hin und sage einfach, wow, das ist Brüssel, wow, ah, guck mal, das Atomium, ah, cool, ist ein Wahrzeichen, cool, alles easy, ja. Also ich interessiere mich dann auch für die Stadt und lerne dadurch dann auch die Stadt kennen. Und das versuche ich dann mit meinen Vlogs euch rüberzubringen. Aber es war die letzte Frage. Ich würde mich bei euch bedanken, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt und gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns dann am nächsten Sonntag zum nächsten Vlog. Auf Wiedersehen. Ciao.